Ja, wunderschönen guten Tag und hallo. Herzlich willkommen zu einem weiteren Webinar aus der iService-Reihe über Customer Experience und künstliche Intelligenz. Herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Klug und ich freue mich, Sie in den nächsten gut 20 Minuten ein bisschen auf eine Reise zu nehmen, eine Reise hin zu Arbeitsplätzen, wie wir sie in Kundenservice- und Backoffice-Situationen vielleicht in wenigen Jahren als ganz normal empfinden werden, nämlich Computerarbeitsplätze, wo Menschen und Maschinen optimal zusammenarbeiten, also wo wir Maschinen und deren Fähigkeit gut nutzen können, um die Produktivität unserer Mitarbeiter in Kundenservice und Backoffice zu erhöhen. Dazu habe ich den etwas witzigen Titel CX und KI. Jeder hat das Zeug zum Genie gewählt. Und was sich dahinter verbirgt, warum kann KI tatsächlich die Leistungen und die Effizienz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere in Service und Backoffice, erhöhen? Das möchte ich Ihnen ganz gerne in den nächsten 15 Jahren, 15 Jahren habe ich jetzt gesagt, in den nächsten 15 Minuten etwas, da auch, in den nächsten 15 Minuten etwas näher bringen. Ja, ich bin Andreas Klug. Ich habe das Vergnügen, dem Arbeitskreis Artificial Intelligence im Digitalverband Bitkom vorzusitzen. Das ist deswegen ein Vergnügen, weil sich an der Größe dieses Arbeitskreises mit mittlerweile über 2000 engagierten Kolleginnen und Kollegen einfach zeigt, wie sehr das Thema Artificial Intelligence doch im Moment eine Nachfrage erfährt aus der Gesellschaft, aus der Wirtschaft, aus der Industrie. Ich habe die iService-Initiative gemeinsam mit Rainer Kolben vor vielen Jahren gegründet. Ne, unsere ursprüngliche Idee war ja, zu schauen, wie können wir Services und Serviceabläufe aus Sicht des Konsumenten einfacher machen, mit dem Schwerpunkt eigentlich auf mobile Geräte, auf Smartphone und Co. Und mein Geld verdiene ich als Marketingvorstand der ITX-Gruppe. Die ITX, die gibt es schon seit fast 20 Jahren und wir sind sowas wie ein Pionier in künstlicher Intelligenz, ein deutsches Unternehmen. Und wenn Sie heute zum Beispiel an Firmen wie IKEA oder Volkswagen oder FedEx beispielsweise eine Nachricht schicken, dann können Sie sicher sein, dass im Hintergrund ein System von ITX versucht zu kategorisieren, was denn Sie für am besten für eine Hilfe brauchen oder worum es Ihnen eigentlich geht, wer Sie sind und wie wichtig und schnell dieser Vorgang im Sinne einer positiven Customer Experience beantwortet werden sollte. Gut, vielleicht schon mal vorab. Alle Grafiken und alle Aussagen und Darstellungen, die ich in unserem heutigen Webinar hier verwende, die können Sie sich wunderbar auch runterladen. Es gibt ein E-Book dazu, das finden Sie unter www.thinkowl.de. Direkt auch auf der Startseite ist es im Moment noch zu finden, das E-Book Mensch-Maschine-Zusammenarbeit und wie KI die Arbeit im Service-Arbeitsplatz in Zukunft verändern würden. Das nur noch schon mal vorweg, aber ich zeige Ihnen gleich auch nochmal, wie Sie sich das E-Book holen können. Gut, starten wir durch. Eine Sache, die mich nicht nur aus gesellschaftlicher, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht im Moment so ein bisschen ärgert, ist, dass es vergeht ja kaum ein Tag, wo wir nicht mit dem Thema künstliche Intelligenz und die Veränderungen, die mit den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz Einzug halten, dass wir darüber informiert werden und darüber lesen. Und dabei kommt mir immer eine Sache zu kurz. Es wird viel zu häufig darüber gesprochen, dass Maschinen und Menschen Rivalen sind. Und eigentlich möchte ich ganz gerne hier dafür einstehen und Sie auch dazu ermuntern, sich mit KI und der Unterstützung Ihrer Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter da auseinanderzusetzen, weil eigentlich hat sich in den letzten 300 Jahren nicht viel verändert, seit wir die Dampfmaschine erfunden haben. Der Mensch hat sich immer Gedanken gemacht, wie er denn produktivere Lösungen schaffen kann, indem er Tools entwickelt. Und das war schon immer so. Und diese Tools und die Einführung der Tools hat immer dazu geführt, dass sich der Arbeitsbereich und der Wirkbereich von Menschen eben verändert hat. Insofern finde ich jetzt es verfehlt, darüber zu diskutieren, dass Maschinen Rivalen sind, sondern ich finde es viel wichtiger, dass wir uns damit auseinandersetzen, wie wir Maschinen einsetzen können und unser Arbeitsumfeld zu verbessern. Und hier gefällt mir sehr gut eine von Bretton & Royal Paradise
abgeschaute Lösung, abgeschaute Darstellung, die das, wie ich finde, ein bisschen schön zeigt. Also früher war es so, dass wir Kundenservice und Customer Experience tatsächlich im 1:1 noch im Tante-Emma-Laden-Hashtag gelöst haben. Heute, klar, ist es so, wir haben für Kundenservice-Prozesse und für den Ablauf von Service eben eine Software, die wir verwenden oder die Mitarbeiter verwenden. Wir müssen uns aber damit auseinandersetzen, dass bei ganz vielen Vorgängen in Zukunft eine Intelligenz, eine Maschine uns hilft, einen Prozess auszulösen und dass mehr und mehr die Menschen daneben stehen und eigentlich die Aufgabe der Qualitätssicherung übernehmen. Also die Maschine kümmert sich um die Routineaufgaben, um Freiraum zu lassen für die wirklich herausfordernden Einzelfälle, die dann auch natürlich in die Customer Experience besonders einzahlen. Ja, so weit, so gut. Und eine weitere Diskussion, die natürlich im Moment fast täglich passiert, ist natürlich, dass die Digitalisierung Jobs vernichtet. Das ist gerade eine jüngst im Frühsommer durchgeführte Umfrage, nach der mehr als 40% der Deutschen glauben, die Digitalisierung vernichtet Jobs. Das ist ja auch so. Klar, jede Veränderung hat immer dazu geführt, dass gewisse Jobs oder gewisse Aufgaben sich auch verändert haben oder zum Teil weggefallen sind. Dem gegenüber stehen aber ganz andere Zahlen. Ja, also Fakt ist einfach, es gibt extrem viele offene Stellen im Moment in Deutschland und der Fachkräfteindex von Hays ist das erste Mal seit 2014 wieder auf einem absoluten Rekordwert. Das heißt, die Industrie sucht Fachkräfte und auch wenn ich die Tatsache, dass Maschinen gewisse Berufsbilder beeinflussen werden, disruptiv beeinflussen werden in den nächsten Jahren, nicht ganz vom Tisch wischen kann, ist es doch so, dass ich die Effekte eher mittel- bis langfristig sehe. Dem kann ich gegenüberhalten, dass wir diesen Fachkräftemangel und natürlich aus Demografiegründen auch tatsächlich eine Lösung brauchen für das Arbeitsumfeld und den Arbeitsmarkt, wie wir in den 10 bis 15 Jahren erwarten. Aber lass mal nicht zu sehr in die Politik hier abschweifen, sondern lass mal konkret werden. Was heißt das eigentlich, Menschen und Maschinen arbeiten zusammen? Und da, wie Sie eingangs gesehen haben, das E-Book Mensch-Maschine zusammen, Arbeit habe ich ja für ThinkOwl geschrieben, ein deutsches Startup, was sich überlegt hat, dieses Thema Mensch-Maschine-Zusammenarbeit am Bildschirm in der Kundenservice- oder Backoffice-Situation mit Hilfe von KI völlig neu zu definieren. Und da möchte ich ein bisschen drauf eingehen und Ihnen zeigen, was eigentlich die Idee dahinter ist. Also ThinkOwl selbst ist angetreten und hat gesagt, wir machen eine Service-Software, Kundenservice-Software, die komplett bei der Bearbeitung von Servicevorgängen komplett mit KI unterstützt wird und da vor allem in die Produktivität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzahlen soll. Und wie das genau funktioniert, möchte ich Ihnen kurz mal zeigen. Wir haben ja heute aus Kundenservice-Sicht oder aus Sicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die versuchen, eine positive Customer Experience hervorzurufen oder Teil einer positiven Customer Experience und einer schönen User Journey zu sein, haben wir natürlich ein paar Herausforderungen, die einfach, ich sag mal, durch die ganz vorsichtig Überalterung unserer Systeminfrastruktur hervorgerufen wird. Wir wissen hier ganz rechts dargestellt, wir wissen eben, dass es schon lange nicht mehr nur Telefon und E-Mail gibt, sondern dass wir eine extrem hohe Bandbreite an unterschiedlichen Quellen haben, aus denen Kunden mit uns in Kontakt treten und meistens natürlich Silos und keine zusammenhängende Lösung. Gleichzeitig haben wir ja eine ganze Menge von Aktivitäten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchführen müssen, weil sie eben Daten von links nach rechts schaufeln müssen, wie ich das immer so schön nenne, dieses Copy und Paste-Szenario. Links kommt eine Nachricht vom Kunden rein, dort sind Fachdaten drin, zum Beispiel eine Kundennummer oder eine Vorgangsnummer, und dann muss ich links mit der Maus hingehen und muss mir diese Vorgangsnummer kopieren, wechsle dann die Anwendung, gehe in mein Warenwirtschaftssystem, gebe die Sendungsnummer ein und schaue, wie der Status ist. Das sind typische Aufgaben eigentlich, die ein Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter nicht selber machen müsste. Die können ganz hervorragend, ohne dass ich eine generische Schnittstelle baue, zum womöglich jahrzehntealten Warenwirtschaftssystem, kann das tatsächlich durch die Unterstützung von KI gelöst werden.
Und diese Kosten, das sind eigentlich die Hemmnisse, wenn wir über das Thema Produktivitätssteigerung und Beschleunigung von Serviceprozessen sprechen. Nämlich, dass tatsächlich unsere Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter immer nach einem Kontext suchen. Immer nach einem Kontext. In den USA, mir ist jetzt gerade die Quelle entfallen, die muss ich nachliefern. In den USA gibt es eine Umfrage oder eine Studie, die allerdings noch nicht durch operative Zahlen untermauert worden ist, nach der wir bis zu 38% unserer Arbeitszeit im Büroalltag an unserem PC eigentlich damit verplempern, dass wir im Kontext relevante Informationen zusammensuchen, also recherchieren, schauen, was war da gestern, wie waren wir verblieben, was ist da der Stand. Ja. Ich halte das für ein bisschen überhöht, diese Aussage, 38%, aber selbst wenn wir sagen, dass es nur 20% waren, also die Hälfte knapp, ja, dann müssen wir immer noch sagen, dass das genau diese 20% sind, die uns eigentlich fehlen, wenn wir über das Thema Fachkräftemangel sprechen. Denn bei meinen Vorträgen, die ich halte, höre ich immer wieder von Entscheidern, wie sie es sind, hier in diesem Webinar höre ich immer wieder, dass eines der größten Probleme im Moment tatsächlich die Suche nach geeigneten Talenten für Customer Experience und für Kundenservice ist. Und meiner Meinung nach sind genau diese fehlende Technisierung, die fehlende Unterstützung von Talenten in Service und Customer Experience in der Customer Journey auch durch menschliche Unterstützung eben herausfinden, was macht das Tüpfelchen auf dem i manchmal aus, wenn man eine positive Service Experience ausliefern möchte. Genau das sind diese 20%, die meiner Meinung nach eben fehlen. Und durch die Technisierung von Routineaufgaben können wir die erreichen. Ne? Denn das wäre ja eigentlich perfekt, ne, für die Produktivität der Arbeit unserer Wissensarbeiter, wenn tatsächlich in 80% der Fälle ein Ticket, also eine Frage oder eine Mitteilung vom Kunden kommt und ich weiß genau, was zu tun ist, ich weiß genau, in welchem Kontext diese Nachricht gekommen, ich sehe genau die passenden Informationen zu dem angezeigten Vorgang und erhalte noch womöglich noch einen Antwortvorschlag und kann, wie wir das nennen, One-Click-Bearbeitung. Ich kann also tatsächlich mit einem Klick eine Kundenanfrage beantworten und lösen. Und das ist genau das Thema, wo für mich Mensch-Maschine-Zusammenarbeit eigentlich anfängt. Das ist nämlich tatsächlich, das ist auch unser Anspruch oder unser Ziel, dass in 80% der Fälle eine Maschine tatsächlich valide und hilfreiche, relevante Fachdaten und Informationen auf dem Bildschirm anzeigen kann, sodass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Entscheidungshilfe haben und eins nicht tun müssen, nämlich links was kopieren und rechts einfügen. Oder links was kopieren, dreimal auf die Tab-Taste drücken und ins CRM wechseln und dort etwas einführen, sondern dass eben tatsächlich relevante Informationen automatisch auf dem Bildschirm. Oh, ich sehe hier gerade, hier ist ein kleiner Schreibfehler. Ist aber nicht dem geschuldet, dass ich ein Kölner bin. Dann würde da kein D stehen, sondern ein T. Aber gut. Ja, was bedeutet das tatsächlich dann für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Und dann sind wir beim Thema. Jeder hat eigentlich das Zeug zum Genie. Ja, wenn ich einem durch KI unterstützten Arbeitsplatz im Kontext relevante Informationen angezeigt bekomme, ermöglicht mir das ohne Recherche und Suchen einen Vorgang mit einem einfachen Klick oder zwei Klicks, also auf jeden Fall deutlich schneller und einfacher zu beantworten. Dadurch bin ich schneller in der Bearbeitung. Der Kundeneffekt ist natürlich da, ne? Vorgänge werden schneller erledigt. Und was ganz wichtig ist, es bleibt Zeit, sich um die Dinge zu kümmern, die dann tatsächlich Ausreißer sind. Also Dinge, die eben nicht einfach mit einem Klick beantwortet sind, sondern wo vielleicht eine positive User Experience oder Customer Experience dadurch geschaffen wird, dass ich den Kanal wechsle von E-Mail auf ein Telefonat, ein Outbound-Telefonat und einfach sage, ich habe gerade Ihre Nachricht bekommen. Da ist ja blöd gelaufen, ich will Ihnen mal helfen. Das sind, glaube ich, diese Sternstunden, die tatsächlich den Raum schaffen, um eine positive Customer Experience zu unterstützen, ja, strukturell. Jetzt habe ich darüber gesprochen, wie das Kontextinformationen die Bearbeitung tatsächlich unterstützen. Und jetzt will ich das mal an so einem Beispiel zeigen. Was genau ist eigentlich neu oder wie ich das nenne, eine neue Erfahrung? Thinkl ist tatsächlich eine völlig neu entwickelte Anwendung für Services von 3 Arbeitsplätzen bis 3.000 Arbeitsplätzen. Und was genau ist eigentlich der Unterschied? Was genau macht diesen Unterschied aus? Also zum einen ist es eben so, Menschen
bearbeiten Vorgänge und führen auch Aufgaben und Szenarien durch. Und das führt immer dazu, dass Think Owl Rückschlüsse daraus zieht, in welchen Situationen denn welche Aktivität am sinnvollsten erscheint. Und dieses Wissen um häufige Antworten und häufige Abläufe verwendet Think Owl, um eben auch, ich sag mal, neu zugekommene Kolleginnen und Kollegen tatkräftig bei der Bearbeitung von Service-Tickets zu unterstützen. Wie ich eben sagte, ist tatsächlich eine völlig neue Erfahrung, weil es eine ganz moderne, zukunftsfähige Softwarelösung ist, aus sicherer deutscher Cloud natürlich, zertifizierter Cloud, zertifiziertes Produkt. Befinden uns gerade im Zertifizierungsvorgang. Und es ist eigentlich die Kundenservice-Software, von der man immer geträumt hat. Warum? Weil sie ist einfach zu bedienen, ist sehr integrativ. Und das Interessante ist, und da wird auch mein Kollege, der Uwe Hübner, morgen ein bisschen mehr darüber erzählen, er hier in der iService-Initiative, in dem Webinar, weil man zum Beispiel Erfassungsmasken selber erstellen kann. Also die Zeiten, wo man intern in der Betriebsorga gefragt hat, wir brauchen hier eine neue Erfassungsmaske oder bei uns ändert sich was, wir müssen hier was anpassen, und dass sie dann Monate darauf warten müssen, weil da muss ja erstmal ein Projekt gestartet werden und da muss was programmiert werden, die sind einfach bei Thinkl vorbei. Sie können tatsächlich Abläufe selber gestalten, Sie können den Chatbot selber gestalten sogar, Sie können aus eingehenden E-Mails oder Messenger-Mitteilungen automatisch die relevanten Fachdaten in einen Prozess ziehen. Ja, das sind vielfältig die Möglichkeiten. Das würde jetzt unser Webinar, was wir hier haben, und die nächsten gut 10 Minuten noch sprengen, aber vielleicht nur kurz so ein Run-through. Das ist eine Lösung für alle Kanäle mit einer übersichtlichen Team-Inbox, wie man es hier sieht, ne? Team-Inbox, wo alle relevanten Informationen bzw. Nachrichten aus unterschiedlichen Kanälen zusammengeführt werden, und zwar intelligent mit den richtigen Prioritäten und Themen. Und zum Beispiel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen tatsächlich immer nur jene Tickets, für die sie überhaupt Arbeitsrechte haben, ne? Also wo sie überhaupt tätig werden sollen. Dann ist es natürlich, wie ich eben angedeutet habe, eine Lösung, die die Erfassung von Fachdaten automatisiert. Also niemand muss mehr in der Mail hingehen und eine IBAN-Nummer oder eine Sendenummer mit der Maus aktivieren, um sie in ein Drittsystem zu übertragen und dort eine Suche durchzuführen, sondern diese Fachdaten werden automatisch in von Ihnen selbst gestaltete Erfassungsfelder übertragen. Und das sind dann, wie man so schön sagt, eben auch Muss- und Kann-Felder. Das heißt, wenn Sie entscheiden, sorry, das war ich, wenn Sie entscheiden, dass eben eine Beschwerde ohne eine Kundennummer nicht entgegengenommen wird, nur mal als Beispiel, dann können Sie eben auch selber definieren, welche Dinge Ihre Mitarbeiter denn als Aktivitäten tun müssen und erledigen müssen als Aufgabe, bevor überhaupt ein Prozess gestartet werden kann. Das ist das Thema Case-Management-Lösung, die mit integriert ist. Dann natürlich automatisierte Workflows. Das heißt, man kann Bedingungen ganz einfach selber gestalten, nachdem man sagt, wenn gewisse Bedingungen eintreffen, dann wird ein Vorgang nach 2 Stunden an Klaus oder an sein Team weitergegeben und der Service-Level wird erhöht oder eben gesenkt oder was auch immer, ne? Es gibt also die Möglichkeit, eine ganze Aneinanderreihung von Szenarien sogar durchzuführen, wo im Hintergrund Dinge abgewickelt werden, die heute mit sehr viel manuellem Aufwand von Mitarbeitern selber gemacht werden muss. Neu ist, dass ThinkOut zum Beispiel eine Lösung ist, wo das gute alte Thema Smartphone, ich habe eingangs darüber gesprochen, weil wir über iService gesprochen haben, fest mit integriert ist. Hier ist beispielsweise die Smartphone-App Filey fest integriert in der Admin. Das heißt, da muss nichts programmiert werden. Wenn jemand über die Filey-App sich bei Ihnen anmeldet und den Messenger nutzt oder zum Beispiel ein Antragsformular abfotografiert, um bei Ihnen einen Antrag rechtssicher einzureichen, insbesondere bei Versicherungen und Banken sehr fragt, dann gibt es hier eine feste Verbindung, die Sie nur aktivieren müssen. Da muss also nichts separat gebaut werden. Man hat also direkt eine App, die man dem Kunden sogar noch zur Verfügung stellen kann. Ja, und natürlich, das ist auch neu, das kennt man bisher nur aus den USA, die Integrationsfähigkeit. Also Sie brauchen kein Integrationsprojekt mehr zu machen, sondern für sehr viele Anforderungen ist bereits eine API zur Verfügung. Insofern auch da eine Veränderung gegenüber früher. Projekte dauern nicht mehr so lange, sondern sind relativ schnell umgesetzt. Ja, und wie gesagt, deswegen wieder nochmal das Thema, jeder hat das.
das Zeug zum Genie. Die Mission von ThinkOwl ist es tatsächlich, eine Anwendung zu schaffen, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein ganz positives Arbeitsumfeld hat, eine ganz moderne Anwendung, eine Anwendung, die sie jederzeit bei der Bearbeitung unterstützt und kein Ärgernis ist. Einfach kein Ärgernis, indem man eben Shortcuts machen muss und umständliche Dinge durchführen muss, weil die Software, die im Zweifel noch aus den 90er Jahren ist, das eben nicht so einfach mitmacht. Und da ist ThinkOwl tatsächlich, wie sagt man so schön, eine hervorragende Lösungsoption, um den Service-Arbeitsplatz in eine moderne Zeit zu transferieren. Wie kommt das zustande und was finde ich eigentlich so sexy an diesem Ansatz, ist tatsächlich, dass das Prinzip der beidseitigen Intelligenz angesetzt wird. Das bedeutet also, wenn, jetzt bin ich wieder gerutscht, wenn also ein Kunde eine Nachricht schickt, wird eine KI verwendet, um diese Nachricht zu erfassen und daraus ein Ticket zu machen. Also wer schreibt, worum geht es, was sind die Fachdaten, die ich benötige, um diesen Prozess auszulösen. Dann wird das einem Mitarbeiter vorgelegt. Der Mitarbeiter entscheidet sich entweder diesem Vorschlag der KI zu folgen oder er oder sie verändert etwas. Das führt zu einem expliziten oder impliziten Feedback für die KI wiederum und führt dazu, dass beim nächsten Mal eine ähnliche Frage mit einer noch besseren Qualität durchgeführt wird. Und dieses Prinzip, wenn es dann auch irgendwann auf Promille geht, wird dazu führen, dass eben ThinkOwl und die Unterstützung der Mitarbeiter jeden Tag ein bisschen wertvoller und jeden Tag ein bisschen schlauer wird. Genau. Also Mitarbeiter werden mit kontextuellen Informationen unterstützt. Das Ganze kann man sich auch im Übrigen anschauen. Also so Praxiswerte, die man da durchaus erwarten kann, sind eben eine Themenerkennung, eine Extraktion von Kundendaten, wie wir sie also bei einigen Kunden schon in dem hier gezeigten Maße schaffen. Das ist nichts, was man automatisch erreicht, hängt sehr viel natürlich auch von der Komplexität des Arbeitsumfeldes ab, aber das sind so Richtgrößen, die durchaus mit der Unterstützung von KI hier möglich sind. Und ja, ich hatte es eingangs gesagt, wenn Sie das interessiert, schauen Sie sich das doch mal online an, thinkowl.de. Da finden Sie im Übrigen auch das E-Book und thinkowl kann man 30 Tage kostenfrei testen, einfach einen Testzugang anfordern und sich die Onboarding-Videos anschauen und einfach mal einen eigenen Service-Desk bauen. Und Sie werden einfach merken, dass das extrem einfach ist. Und wenn man ein bisschen in die Tiefe dann vordringt, dann sieht man, dass man sich sehr viele Dinge sparen kann, die wir heute noch gewohnt sind, in sehr aufwendigen Prozessen und Projekten mit externen Partnern durchzuführen. Da kann man hier sehr, sehr viel alleine machen, hemdsärmlich, also Ärmel hochkrempeln, einfach machen. Die Möglichkeiten sind extrem vielfältig. Ja, und jetzt kommen wir auch zum Schluss. Nochmal mein Hinweis auf mein E-Book, was ich Ihnen empfehle. Da geht es unter anderem eben auch darum, was ist das eigentlich, diese fehlende Mitte? Warum ist es wichtig, in diesem hier in der Mitte gezeigten Bereich Zeit zu investieren und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen und eben auch von vornherein klarzumachen, es geht hier nicht darum, Mensch oder Maschine, es geht immer darum, Mensch und Maschine. Und wie können wir euer Arbeitsumfeld am besten unterstützen? Und da finden Sie einige Hinweise und Tipps auch in dem E-Book. Und ja, und wenn Sie da auch noch weitere Fragen zu haben, stehe ich natürlich auch gerne zur Verfügung. Meine E-Mails beantwortet kein Chatbot. Sie können mir gerne eine Mail schreiben, klug@itix.de. Und falls Sie noch Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, ja, dann wäre ich soweit durch und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.